Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem Video, wo es darum geht, dass eigentlich ich Feedback geben wollte zu euren Instagram-Accounts. Accounts. Hey Leute, ich habe nur 3 Stunden gepennt. Ich bin heute aus Kapstadt wiedergekommen. Ihr hört es an der Stimme und ich wollte direkt das Video aufnehmen. Also, ich habe einen Christoph mit dabei aus meinem Team, der absolute Instagram-Experte. Und du wirst so ein bisschen mit beurteilen. Auf jeden Fall, ja. Also ich schaue es mir mit an und steuere meinen Input mit dazu. Ich bin unzurechnungsfähig mit drei Stunden Schlaf. Wir sind über Nacht geflogen und ich wollte jetzt einfach mal so die erste Folge starten. Wir müssen mal gucken mit dem Ton, dass ihr das alles versteht. Das müsste so passen. Und das Krasse ist, ich habe ja auf YouTube ein Video gemacht und 396 Leute haben geschrieben, ne, dass sie gerne ihren Instagram-Account, eine Analyse gerne hätten und so weiter. Wir haben uns jetzt mal für die erste Folge mal 3 Accounts rausgesucht, wo wir jetzt so ein bisschen Feedback geben. Aber ich glaube, diese Feedbacks passen vielleicht auch auf deinen Account, auch wenn der jetzt vielleicht nicht genommen wurde. So, wir fangen mal an mit René Maywald. Liebe Grüße, René. Danke, dass du gepostet hast. René, ihr seht den Account immer eingeblendet. Wir switchen da immer wieder mit den Perspektiven ein bisschen hin und her. Was ist dein erster Eindruck? Von den ersten 6 Bildern jetzt? Kannst du mal generell erster Eindruck. Ja, sauber. Ja, da wird schon nicht mehr so sauber. Also die ersten 6 Bilder machen einen guten Eindruck. Aber was ich halt direkt sehe, ist halt sehr bunt gemischt. Aber er hat ein schönes Profilbild, ne? Es läuft auch anscheinend 2600 Abonnenten. In der Bio oben, wo er herkommt, was er macht, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr reinpacken, ja, dass das vielleicht noch ein bisschen aussagekräftiger ist, weil im Moment liest man da nicht raus. Du siehst ja, dass er Fotograf ist. Ich meine, es kommt klar. Fotozeichen und kennen, aber da kann man schon noch ein bisschen was reinschreiben. Genau. Was ich aber auch nicht so geil finde, ist der Name. Ah, nee. 2412.de. Ja, ist vielleicht ganz clever, weil seine Website auch noch ist. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass man da dann auf die Seite kommt. Aber ja, liest sich halt doof. Also ist jetzt. Weil wenn man den Namen weitergibt, wie findest du mich auf Instagram? Geht dann René Maywald? Geht René Maywald. Ah, okay, geht auch. Ja, gut. Aber da wird es wahrscheinlich auch mehrere geben. Ne? Also dann ist doch, ja. Was ich jetzt sehe, erfolgt 930 Leuten, René. Und ich frage mich, ob du noch einen Überblick hast. Weißt du? Sind diese 930 Menschen für dich wertvoll, sodass du dort regelmäßig kommentierst, dass du die beobachtest, dass du eine Beziehung herstellst und so weiter? Also 930 ist schon ein bisschen viel, ne, für einen Überblick. Ja, also man sagt eigentlich immer so 10% von denen, denen man selber folgt, ist noch okay, ist noch im Rahmen. Klar, wenn man dann irgendwann mal so einen Millionen-Account hat, dann zählt es auch nicht mehr. Aber so am Anfang sollten es nicht zu viele werden. Sonst hat man schnell so dieses Follow, ich folge für Folge und so weiter. Und das ist dann, ja. Jetzt sehe ich gerade 34 Kommentare. Ich klicke mal auf ein Bild drauf. Ich kann es mir nicht irgendwie vorstellen, dass es alles irgendwie, okay, er antwortet selbst immer. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Also geht so in Unterhaltung, ne? Geht in den Dialog rein, das ist schon mal gut. Und die Hashtags finde ich jetzt auf den ersten Einblick auch nicht schlecht. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen, René. Und zwar muss ich es so vorstellen, also du machst echt tolle Bilder, das muss man sagen. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern jetzt lädst du vielleicht hier ein Porträt hoch, ne? Zum Beispiel dieses hier, ne? Schönes, helles Beauty-Porträt. Jetzt sieht jemand dein Account, dieses helle Beauty-Porträt und sagt sich, wow, also der René, der macht ja richtig schöne Beauty-Porträts. So, dem folge ich jetzt mal. Wenn du jetzt als nächstes ein Hundebild hochlädst, dann musst du einfach damit rechnen, dass dann wieder Leute abhauen, weil sie einfach sagen, hör mal, der hat doch neulich so ein schönes, helles Porträt gemacht und jetzt auf einmal fotografierst du Hunde. Unten, ich meine, da ist jetzt echt gut angepasst, aber da ist dann so Fitness mit einem Model, Horror, das passt ja gar nicht mehr rein. Also, was würdest du sagen? Guck mal, also zwei Accounts, absolut. Wenn er also regelmäßig Tierbilder macht. Das sollte oder muss eigentlich aufgeteilt werden. Hier ist wieder was mit Tier, ja. Ich würde auf jeden Fall eine Seite nur für Porträts machen. Er macht sehr viele Porträts, sehr viele People-Aufnahmen. Mhm. Und ich würde es auf jeden Fall aufteilen. Ich glaube, er versucht es gerade umzuswitchen und versucht, wie so einen Style reinzubringen, wo er sagt, er hat links immer schwarz-weiß so Body-Aufnahmen, so ein bisschen naked, in der Mitte die Porträts und rechts die Hunde, um halt so eine Regelmäßigkeit zu finden. Aber
es ist halt sehr unterschiedlich vom Aufnahmebereich her. Ja. Und daher ist es meiner Meinung nach nicht empfehlenswert, weil es doch auf Instagram wirklich so ist. Instagram ist somit das themenspezifischste Tool überhaupt. Also es ist sogar so, wenn du jetzt ein Landschaftsfotograf bist und nur Berge postest, wenn du da mal einen Strand mit reinhaust, geht es in den Keller. Also das ist wirklich sehr, sehr themenbezogen und da ist es heikel. Ich meine, mit Instagram hast du ja ruckzuck einen zweiten Account angelegt und das ist ja so einfach zu pflegen, Instagram. Also so viel Mühe. Ist es nicht, wie viele Accounts hast du? 4, 5? Also sechs. Ja, ich habe auch 3, 4, habe ein bisschen, das funktioniert schon. So, wir gehen mal weiter zu Paul Vogler. Paul Vogler, Photographer and Musician. Aber das ist auch komisch. Musician? Das heißt doch eigentlich. Musician, oder? Musician, ja. Musician. Nee, das stimmt. Musician, stimmt doch. Aber ich bin nur. Das wird anders? Ich bin nur neben der Kamera und habe ihn jetzt voll angesteckt. Muschi. So, Brandenburg. Also, ich finde es auch immer, guck mal, das ist so kompakt formuliert. Da passen doch auch ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Ein bisschen Design rein, genau. Ein bisschen mehr Infos. Und jetzt guck mal, Fotograf und Musiker. Ein Horrorbild, eine Blume, eine Baum. Tanne, Musik, Baum, Auto, Schwarz-Weiß, Farbe. Das ist das. Ne? Wir brauchen da jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber... Das ist es im Prinzip schon. Cool also, Model halt. Ne? Es ist halt kein klarer Feed, kein klarer Style erkennbar. Und klar ist das jetzt für jemanden, der dich kennt und jemanden, der dich mag und ihr Kontakt habt und so weiter, sagt ihr, klar, der macht vielleicht schöne Bilder und dem folge ich und so weiter. Aber du wirst damit sehr, sehr wenig neue Leute anziehen, sage ich mal, weil es einfach zu unterschiedlich ist, zu weit gefächert. Es kommt ein Haufen Lost Place, ne? Eine ganze Serie. Das dann wieder Autos, Sonnenuntergang, dann kommen Pferde, Hunde. Ja, also bringt da echt Handschrift rein. Wir versuchen mal noch auf ein paar andere Sachen einzugehen. Profilbild. Ich finde es immer scheiße, wenn du mit einer Kamera schreibst. Ne? Das sage ich auch auf meinen ganzen Videotrainings und so weiter. Ballert euch doch ein schönes Profilbild rein, weil es geht um Antworten, es geht ums Kommentieren. Das heißt, jetzt schauen wir mal, ob du geantwortet hast. Nee, da kam jetzt nichts. Ne? Gar nichts. Das ist schon 6 Tage alter Post. Ja, da musst du auch antworten. Ich meine, komm mal, auch ich mag Altglasobjektive, keine Ahnung, wo du das hier oben mal, genau, da musst du reagieren, genau. Wenn da einer schreibt, da musst du schreiben, hallo Schroe, was für eins hast du denn oder wie ist das und dann brauchst du einfach ein Profilbild. Das ist schon ein bisschen Arbeit, aber das gehört halt dazu, ne? Ja, das ist halt, ich will es jetzt keinem unterstellen, aber viele denken halt immer, man kann das so nebenbei ein bisschen laufen lassen und kann da, das wird schon, da wächst man schon, so ist es halt nicht. Also vielleicht war es früher mal, aber mittlerweile ist Instagram halt richtig, richtig viel Arbeit und ich muss mich damit ein bisschen auseinandersetzen und muss so ein paar Grundregeln auch befolgen, wenn ich damit wachsen will. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das nur als privaten Account nutzen, ich will nur meine Bilder und meine Arbeiten und ich will damit überhaupt nicht weiterkommen, hey, voll okay, dann brauchst du auch keinen Style, dann kannst du auch Autos neben Porträts posten und so weiter. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass ihr uns ja die Accounts geschickt habt, wollt ihr ja mehr, wollt ihr wachsen, wollt ihr größer werden und darauf gehen wir jetzt ja auch ein. Und dann geht das halt nicht. Also dann ist es definitiv eine Sache, wo man sagt, da muss man dran arbeiten und da kann man auch dran arbeiten. Du hast auch bei dem Bild jetzt zum Beispiel einen echt schönen Text geschrieben, ne? Einen sehr langen Text und da hat wirklich jemand auch dazu geschrieben, so hey Micha, bin Blatt, so ein schöner Text. Da muss dann wieder eine Antwort kommen, ne? Eine kleine Danksagung. Und acht auch ein bisschen mit euren Hashtags. Ne? Also in dem Moment, wo ihr jetzt den Hashtag nehmt, Landscape, ja, das ist so ein riesiger Hashtag. Also erstens mal ist er Englisch, ne? Okay, wenn du international gehen willst, alles okay. Aber bei dem Hashtag Landscape taucht dieses Bild vielleicht ein paar Sekunden auf. Und nach ein paar Sekunden bringt dir dieser Hashtag gar nichts mehr. Deswegen versucht nicht unbedingt immer diese englischen, gerne mal spezifische Reihen. Gedichte habe ich hier, super. Aber so Landscape ist schon... Also ich versuche immer... Gerne 1, 2 große Hashtags mit rein, nicht so viele, aber dann eher so, wo vielleicht nur 20.000 sind. Finde ich immer, was hast du da so eine Orientierung? Ja, also es ist ganz gut, wenn man es aufteilt. Also so große sind schon gut, um die mit reinzuklopfen. Aber wie du sagst, das bringt halt nicht mal eine Sekunde, wird es angezeigt. Also das wird in dem Moment, wo es hochgeladen wird, wird es angezeigt. Danach ist es raus. Außerdem empfehle ich immer auch, Hashtags zu nutzen,
die jetzt nicht. Landscape, was hast du schon mal nach Landscape gesucht? Nee, du suchst sehr spezifischer aus. Du suchst nach, versucht wirklich Begriffe zu wählen, wo man sagt, okay, das könnte sich jetzt auch jemand anschauen. Dann macht es nämlich auch Sinn, diese kleineren Hashtags, wo man sagt zum Beispiel, anstatt Landscape sage ich jetzt schöne Bergwelten oder schöne Winterlandschaften oder Winterwonderland. Bäume, oder irgendwie hat er jetzt sowas. Gar nicht drin, ne? Der hat gar nichts groß über Baum. Ja, aber das wäre jetzt ein typischer Hashtag, wieder Hashtag Baum. Hast du schon mal Hashtag Baum gesucht? Da geht keiner drauf. Die haben zwar Millionen an Beiträgen, weil jeder Hashtag Baum schreibt, aber wann hast du mal Hashtag Baum irgendwie das durchgesucht? Versuch da wirklich Hashtags zu wählen, wo sagt, ey, da geht vielleicht auch mal jemand drauf und düsterer sucht Wald. Ja, sowas. Ja, ja. Oder Märchenwald oder irgendwas. Das bleibt ja dann noch lange stehen, ne? Das Bild ist natürlich schnell in den Top Ten und alles. Und es ist halt wesentlich spezifischer und du kannst da reingehen und hast dann noch echte Leute, die da reinschauen. Weil es bringt nichts, wenn so ein Hashtag 30 Millionen Beiträge hat, wenn es dann sowas ist wie Hashtag Haus. Das sucht keiner. Einen machen wir noch, den Moritz Mahnke. Ist noch relativ, 63 Abonnenten, 22 abonniert. Moritz Mahnke, Daily Travel Life, Photographer, Traveler. Klicke auf den Link, um meine Fotos in dein Zuhause zu holen. Das finde ich geil. Ne? Also klar, noch nicht viele Abonnenten, aber direkt super angefangen. Direkt Call to Action, da kann man auch was draus machen, ne? Scheinbar verkaufter Bilder oder so irgendwas. Ja, Wandbilder steht hier. Das finde ich schon mal gut. Auch wieder so, ne? Profilbild, deine Schlappen, deine Käsemauken. Das ist doch, ich will mich schon nicht mit deinen Füßen unterhalten oder bist du Fußfetischist? Um was geht's denn da? Das ist für mich unbegreiflich. Wenn du im Alltag bist und mit den Leuten redest, guckst du auch nicht auf die Käsemauken. So, das ist, ja, ganz deiner Meinung. So, von der Handschrift her muss ich ganz ehrlich sagen, okay, da wird es jetzt so ein bisschen anders, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so unterschiedlich das ist, da das sind so Detail, Pflanzendetail. Ja, ich finde, da steckt schon was drin. Ne? Ich kann zwar mit dem mittleren Bild hier zum Beispiel gar nichts anfangen. Das ist wieder ein typischer Account, der wirkt im Gesamtbild gut. Die einzelnen Bilder sind jetzt wahrscheinlich nicht so überzeugend, wenn ich jetzt da reingehe, dass jetzt die Knallerbilder sind, aber so dieses Gesamtwerk wirkt halt wieder. Aber schreibt doch schön was dazu, ne? Ja, voll, gibt sich Mühe. Und was mir ein bisschen fehlt, ist das wirklich dieses Travel. Weil das, wenn ich das oben ankündige und sehe hier Blumenbilder, das musst du ein bisschen anders ankündigen. Also das ist glaube ich, ein schöner, so ein minimalistischer Account, weißt du, mit so Detailaufnahmen, mit so, der wirklich auch vom Style, du bearbeitest die Bilder relativ gleich, alle vom Look her, dass wenn du es so weiterführst, könnte es ein richtig schöner Feed werden. Das passt halt wieder in der Genau, Teil, das musst du halt rauslassen, oder? Das Kind. Vielleicht ein Tipp noch, wenn du jetzt sagst, naja, die habe ich jetzt aber halt, was mache ich damit, löschen will ich sie nicht, einfach archivieren. Pack die raus, so alte Bilder, die nicht mehr reinpassen, wo du sagst, das will ich auch gar nicht mehr machen, ich will sie aber nicht löschen, archivier die, dann sind die raus und sind aber halt nicht gelöscht. Ja. Ja, das sind schöne Sachen. Ja, ich finde die Texte auch schön, ne? So, also er nimmt immer Bezug, irgendwie so ein bisschen melancholisch da drauf, oft die kleinen Dinge, was hat er hier geschrieben? Okay, das ist jetzt eine Aufforderung zu einer Umfrage, das ist vielleicht unpassend. Manchmal fährt es so nah, alles so ein bisschen melancholisch, ja. Und Moritz, auch ein bisschen aufpassen, du hast jetzt bei mehreren Bildern direkt geschrieben, hilf mir bei deiner Umfrage, Link ist in der Bio. Du hast gerade mal 66 Leute und schreibst direkt bei zwei Bildern jetzt schon, hilf mir bei der Umfrage. Du solltest erstmal viel geben und nicht jetzt schon anfangen, hilf mir bei der Umfrage. Da folgen die Leute jetzt nicht so, ne? Also da musst du ein bisschen aufpassen, aber Hashtags, ja, ist eigentlich ein paar Deutsche dabei, Sonnenuntergang, Fotografen, Nebel, da ist ja der Baum. Hashtag Baum, Hashtag Kalender, Hashtag Essen, Hashtag Berge. Also es ist kein besser. Essen auf dem Bild, ne? es sind definitiv nur Blätter und Bäume. Das ist halt wahrscheinlich Copy-Paste irgendwie, die auch Oceano, also es ist kein Ozean da drauf, es ist erwischt. Kein Wanderer, Wolken. Erwischt sie alle. Oh. Ja, das passt halt nicht. Ne? Und das Instagram, sie merkt es halt. Also nicht jetzt die Instagram an sich, sondern die ganze Plattform, die Leute und da schaut man schon drauf. Oh, guck mal, er folgt dir, ne? Sehe ich gerade. Sehr gut. Geiler Account, der hast du richtig toll. Nee, haben wir noch gar nicht gecheckt. Okay, also, Freunde, das sollte nur mal so ein ganz kurzes Feedback geben. Bitte schreibt mal jetzt in die Kommentare. Ich brauche da jetzt echt Feedback. Ich meine, ich sehe es auch mit Daumen hoch, Daumen runter. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn da auch ein paar Leute Daumen runter geben, weil dafür ist es doch da. Ne? Wollt ihr da mehr Inspiration dazu haben? Wir können das jetzt mal noch ein, zwei Mal machen mit Instagram, wir können das auch mit YouTube-Kanälen machen.
War da jetzt so ein bisschen was für euch Greifbares dabei? Habt ihr da was ein bisschen mitgenommen, wo ihr sagt, oh ja, ich gehe jetzt gerade mein Instagram, hab mich gerade selber erwischt, bitte schreibt's mal hier in die Kommentare. Und ich will jetzt einfach mal abwarten, ob da jetzt jemand zurückschreibt, wie ihr drückt, wie ihr schaut. Und ganz ehrlich, darauf kommt es jetzt an, ob das Projekt weitergeht oder nicht. Ich habe gesagt, ich probiere es mal, wir setzen uns da gerne mal hin und mal gucken jetzt, ob es euch Spaß macht. Also und mir hat Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch spannend. Ne? Wir können, wie gesagt, nochmal gerne ein paar Folgen machen. Und Leute, und das ist jetzt wirklich nur auf freiwilliger Basis, wenn ihr weitermachen wollt, ja, werden wir euch jetzt hier unter dieses Video auch nochmal eine Werbung reinballern. Ja, aber eine Werbung, die was mit dem Thema zu tun hat. Denn der Christoph gibt bald einen Praxis-Live-Workshop und bei mir gibt es unten nochmal ein Videotraining. Ne? Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, Kelvin, wo gibt's was? Ich kaufe mal was, ich will weitermachen. Schaut gerne rein. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video wieder. Hoffentlich. Ja, und ich lege mich jetzt bald erstmal schlafen. Also, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.